Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Reise ins All. Am Ende der letzten Folge haben wir uns eine Mitfluggelegenheit beschafft und ich würde sagen, wir reden nun mit unseren Mitreisenden, damit wir einmal losziehen können. Reise fertig machen, habe alles geregelt. Splendid, hörst du Passepartout? Unsere kleine Rundfahrt kann fortgesetzt werden. Ah, vielen Dank, Monsieur Mackwitz. Dann lassen Sie uns allen, allez! Wie haben Sie es nur geschafft, den störrischen Grafen zu überreden? Müssen jetzt. Werden schon sehnlichst erwartet. Ich finde es gut, dass er das Geheimnis für sich behält. Da sind Sie also endlich. Bevor Sie meinen Ballon besteigen, belehre ich Sie über die Flugbestimmungen. Bestimmungen? Wir sind Abenteurer, Monsieur Zeppelin. Lassen Sie uns doch einfach... Erstens. Während der Fahrt ist es den Passagieren strengstens untersagt zu rauchen. Zweitens. Die Passagiere dürfen sich keinesfalls über die Brüstung lehnen. Drittens. Unter gar keinen Umständen dürfen die Passagiere... Ach komm, Sie kürzen wir das ab. Gibt es überhaupt etwas, was die Passagiere dürfen? Die Passagiere dürfen während der Fahrt selbstständig und ohne vorherige Genehmigung nach Luft schnappen. Boah, wie gnädig. Amazing! Sie sind ein Mann von ebenso festem Willen wie Toleranz. Ich freue mich auf die Fahrt. Dann auf! Na endlich. Glaube, den Rest der Geschichte kennen Sie. Waren bekanntlich gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um Gnädigste und den Herrn Professor vor dem Phantom zu retten. Eine erstaunliche Geschichte. Die Leser des Anzeigers werden begeistert sein. Nur eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Was war da in Graf Zeppelins Tresor? Konstruktionspläne für neue Luftschiffe. Ah, diese langgestreckten stattlichen Dinger. Die sehen ausgesprochen männlich aus. Haben Sie irgendetwas, meine Herren? Ach, Kind. Sehen Sie nur, wie schnell wir dahin rasen. Oh, die Geschwindigkeit ist ja enorm. Warum sind wir eigentlich nicht gleich per Ballon gereist? Ballon? Ach ja, da war doch noch etwas. Entschuldigung. Der Ärmste. Es ist nichts. Nur eine kleine Unverträglichkeit gegenüber der Höhe. Glauben, mich gehört zu haben. Herr Professor, sind Höhen ängstlich? Und dann wollen ausgerechnet Sie hoch zu den Sternen hinauf? Von oben kann man den Erdboden doch kaum noch sehen. Klingt absolut überzeugend. Oh, wir dürfen speichern. Ja, ich habe schon viele Speicherstände. Speichern wir nochmal oben. Ah, fort, fort. Goldig, ein Vögelchen. Was tun Sie da, Sie Irrer? Unser aller Leben retten. Falls auch nur eines dieser Biester seinen Schnabel in den Ballon bohrt, ist es um uns geschehen. Ich glaube, wir haben gespeichert, um die Vögel abzuwehren. Lieutenant, Sie nehmen so lange das Gewehr, während ich versuche, uns aus dem Gröbsten herauszulenken. Oh nein! Vogelschwarm, Gefahr! Hol so viele Vögel wie möglich vom Himmel, um den Ballon zu schützen und versuche tunlichst Zusammenstöße zu vermeiden. Mit den Pfeiltasten lenkst du mit Enter schießt du. Oh nein, ich werde so oft sterben. Ah, ach so. Ich dachte, wir müssen die abballern. Hä? Ah! Ich hab's verstanden. Ah! Nein, lass mich in Frieden! Okay, das geht aber, wenn man es so einmal ein bisschen raus hat. Warum bilden die denn da so eine Linie? Hilfe! Wie lange geht das denn? So. Nein, falsche Richtung. So, es ist gar nicht so einfach, weil man immer noch mal in die Richtung lenken muss, in die man schießen möchte. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich da gerade Schaden bekommen habe. Da habe ich auf jeden Fall welchen bekommen. Nein! Ich glaube, beim ersten Mal werden wir jetzt sterben. Aber ich finde, dass ich mich gar nicht so schlecht schlage. Huh!
Wir haben den Vogelschwarm erfolgreich dezimiert. Ich hab's doch geschafft, auf Anhieb. Und sehr erfolgreich. Wenn das Erfahrungspunkte gibt, dann mache ich das nochmal. Meine Herren, das war knapp. Aber dem Schwarm sind wir entwischt. Unten regnet es jetzt Entenklein. Das musste ja wieder von Ihnen kommen, Lieutenant. 8-mal getroffen. 51 Erfahrung. Bis hierhin spiele ich jetzt nochmal. Ich mache einen kurzen Cut, weil ich möchte schon gerne etwas mehr Erfahrung. Also sehen wir uns jetzt gleich an dieser Stelle hier wieder. So, da bin ich wieder. Und hier seht ihr mal, ich wurde 0-mal getroffen. Das habe ich gerne. Und wir halten 75 Erfahrungspunkte. Ist zwar nicht so viel mehr, aber ich mag es gerne, viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Und ich mag es auch gerne, solche Aufgaben geschickt zu lösen. Ihr habt es zwar jetzt nicht gesehen, aber es war ganz gut. Wir wären aus dem Gröbsten raus. Die Fliegerei wird wohl auf ewig ein Abenteuer bleiben. Aber eines, das sich lohnt, mein Bester. Bei dieser Geschwindigkeit schrumpft jede Entfernung dahin. Sehen Sie nur, Monsieur, das sind, was? Sind das nicht schon die Ausläufer der Karpaten? Potzblitz, sind ja fast schon am Ziel angelangt, Professor. Der Arme. Ach, herrje, das Geschaukel eben war zu viel für den Ärmsten. Die Karpaten sind ein unwirtlicher Ort. Was um alles in der Welt wohnen Sie dort nur? Bedürfen der Hilfe eines gewissen Dr. Frankensteins. Jetzt kommt wieder der Blitz, oder? Ja! Das ist so super. Nanu, wo kam das denn her? Es herrscht doch klarer Himmel. Sei es drum. Wie war gleich der Name? Dr. Frankenstein. Das ist so geil. Das gibt's doch nicht. Nebel. Ich habe da so einen Verdacht. Lieutenant, sagen Sie noch einmal den Namen. Dr. Frankenstein? Sie stimmen meiner Theorie zu? Gleich noch einmal, Lieutenant. Der macht's doch nur schlimmer. Hören Sie auf. Ich wusste es. Passagiere bringen nur Unordnung. Zum Glück sind wir so gut wie da. Ich suche nur noch einen Landeplatz. Bei der Dunkelheit sieht man die Hand vor Augen nicht. Aber da vorne ist, glaube ich, etwas. Viel Platz herrscht in diesen Bergen nun nicht gerade. Unordentliche Gegend. Schimpfen Sie nur fleißig, Monsieur Graf. Sie bleiben doch unser bester Pilot. Schmeicheleien nützen bei mir gar nichts. Oh oh. Auch das noch. Schaulustige. Ach, was für ein Schauspiel für das einfache Volk dort am Boden. Ein Ballon schwebt in ihr Dorf. Jetzt ganz vorsichtig. Die machen doch irgendwas, dass der Ballon abstürzt. Sie kommen näher! Ich grüße euch, ihr edelherzigen Hinterwäldler. Zeigen wir ihnen, wie wir mit neumodischen Städtern umgehen. Weg mit dem Feuer vom Ballon. Jetzt reicht es mir endgültig. Ich habe genug von den Scherereien. Hinaus mit ihnen, sie sind am Ziel. Gehaben Sie sich wohl, edle Freunde, und genießen Sie die überaus putzige Folklore der Eingeborenen. Bon voyage Ihnen allen. Genug des Geschnatters. Nichts wie fort hier. Yay. Leute mit Mistgabeln und Fackeln. Hey. Erfreut, erfreut, liebe Leute. Seid ihr alle nur her, nur unseretwegen auf den Hügel gekommen. Das ist sehr fein. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Was? Hä? Mein Name ist Professor Heisen. Bitte fürchtet euch nicht. Ich bin kein böser Dämon, sondern... Steckt die Fackeln ein, Jungs. Das ist nur ein Haufen harmloser Spinner. Aber es ist so dunkel. Lass uns ins Wirthaus zurückgehen. Der eine bleibt bei uns. Der erklärt uns jetzt alles, hoffe ich. Nur um ganz sicher zu gehen, gestatten Sie mir eine Frage, Herr Professor. Hier meinen Sie, jemanden auftreiben zu können, der Ihnen bei Ihrer Reise ins All behilflich sein kann? Der gute Mann mag einen etwas exzentrischen Geschmack haben, was den Wohnort betrifft. Aber wenn es eine Koryphäe auf dem Gebiet des Elektromagnetismus gibt, so ist das Dr. Frankenstein. Scheußliches Wetter. Sollten erst einmal Unterschlupf suchen. Yay. Haben nicht gern Besuch hier. Oh, fangen wir hiermit an.
Wo sind wir eigentlich? Na, in den Karpaten. Wolfsgeheul, Dunkelheit, Dauerregen und gelegentliche Blitze sind doch deutliche Hinweise. Markiere mir nicht den Schlaumeier, verstanden? Meine natürlich, wie das Dorf hier heißt. Hä? Einen Namen? Also, wir nennen es immer das Dorf. Wir kommen ja ohnehin nicht weit rum, also reicht die Bezeichnung auch aus. Schauerlich! Man muss die Dinge doch benennen. Wie will man denn sonst katalogisieren? Welch Wildnis! Suche Dr. Frankenstein! Nicht! Wir sprechen seinen Namen nicht aus. Wir nennen ihn nur den Doktor. Doktor? Sehen Sie nicht? Nein, sehen Sie? Nichts passiert. Sein Schloss liegt gleich im Osten. Sie können es gar nicht übersehen. Okay. Empfehle mich. So, dann schauen wir uns hier doch einmal um. Da rechts ist die Gaststätte. Was steht denn da? Schenke am Baum. Was für ein beklagenswerter Mangel an Geist und Fantasie. Schild erfüllt doch Zweck. Ordnungsgemäße Beschriftung und klare Ortsangabe. Oh, der beobachtet uns. Grundgütiger, was machen Sie denn hier bei diesem Wetter? Ins Wirtshaus mit Ihnen. Soll ich mir etwa die Geschäfte mit durchreißenden Ha entgehen lassen? Hatschi! Voll Teufel! Genau auf die Uniform! Pass doch auf, blöder Kerl! Was denn für Geschäfte? Oh nein, das ist irgendwie eklig. Werfen Sie doch einfach einen Blick auf mein Angebot. Kaufen. Den ganzen Kram haben wir ja nicht, ne? Was denn? Wunderwasser, 1000, so viel haben wir nicht mal. Vielleicht hätten wir doch was spielen sollen mit diesen Karten, aber ich dachte so, nö. Eisbecher. Ah, ich habe aber so das Gefühl, dass wir den Kram besser behalten. Ich glaube, dass wir das vielleicht noch gebrauchen können. So. Warum so verhalten? Auf meine Waren niese ich ganz sicher nur, wenn es nicht anders geht. Lecker, lecker. Oh, 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 oh. Na, was hat sie denn? Je, je, je. Mein guter Fjedor ist noch nicht zurückgekehrt. Er ging in den Wald, um Holz zu schlagen. Und ich warte schon seit Stunden. Werde mich mal umsehen. Danke, danke. Ach, mein armer Fjedor. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich bin überrascht, Lieutenant. Unter ihren Uniformschichten schlägt ja doch ein Herz. Ja, ich sag mal so, Nebenquests finde ich sehr wichtig. Jo, was haben wir denn hier noch? Einen Moment, wenn die Tür von innen verriegelt ist. Muss folglich jemand im Schuppen sein. Exakt, Teuerste. Hallo, hören Sie uns, machen Sie auf. Eigenartig. Gibt's dann Hintereingang? Nö. Wer weiß, wer sich da versteckt. Ich wollte noch gucken, ob das hier geöffnet ist. Ja. Wow. Da war eine Fledermaus, die ist abgehauen. Gucken wir uns alles einmal an. Die Kunst des bösen Blickes. Anleitung zum Schaurigsein. Teil 2. 10 Rezepte für einen schmackhaften Uhu. Mit Anrichtungstipps. Finger weg von meiner Truhe, Fremde. Über die Kunst des Abrichtens pelziger Kreaturen. Granteln, Gnattern, Grimassieren. Anleitung zum Schaurigsein Teil 1. Ja. Mit dir rede ich gleich. Oh. Vorzüglich. Die Chronometer laufen auf die Sekunde synchron. Das freut mich, vielleicht. Riecht ja fast so ekelhaft wie der Fraß aus der Kasernenkantine. Halte das dumme Ding nicht von der Arbeit ab. Sie hat noch so viel zu tun. Die Arme. Das große Buch der Krähenrufe. Ich meine, das geht euch nicht an. Ich muss es haben. Ich muss. Was murmelt er da? Die alte Hexe. Enthält es mir schon so lange vor. Dabei benötige ich es für meine Studien. Und worum handelt es sich bei diesem S? Ein Amulett. Du meine Güte. Der Aberglaube hat diesen Weltwinkel scheinbar festgepackt. Sagt, Fremde, wollt ihr mir einen Dienst erweisen, für den reichliche Belohnung winkt? Ja. Dann hört, auf einer Lichtung, tief im Wald,
lebt ein scheußliches Weibstück. Aus lauter Eifersucht und purer Boshaftigkeit weigert sie sich schon seit Jahren, mir ihr Amulett auszuhändigen. Falls ihr es schafft, mir dieses Kleinod der alten Hexe zu bringen, soll es eurer Schaden nicht sein. Ja, vielleicht bringen wir dir das. Mal gucken. Sei denn, die Hexe ist nett, dann kriegst du es nicht. So. Dann betreten wir doch schon mal hier die Dorftränke. Wow. Hier ist ganz schön was los. Start nicht so einfältig. Wir haben zahlende Gäste im Haus. Willkommen, willkommen. Aha. Die verdammten Wölfe. Man traut sich kaum noch in den Wald. Ah, ihr kamt doch mit dem Ballon angeschwebt, richtig? Das wohl, junger Mann. Aber sie scheinen davon nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Wir sehen hier manchmal noch andere Dinge, ganz andere Dinge, im Osten. Ein widerliches Wetter, nicht? Was? Ist das... Wie heißt der? Gregor? Igor? Igor! Du sollst doch nicht während der Schankstunden kommen, Igor. Ach, du stehst ja auch. Das Paket für den Meister! Nicht so laut. Paket, Paket, der Meister braucht sein Paket. Ja, doch. Da hast du es. Und jetzt verschwinde. Ich muss zum Meister. Er wartet schon. Ich komme, Meister. Wer war denn das? Hatte meinen Packknecht. Packknecht. Ähnlichen Zuschnitts. Inzest auf zwei Beinen. Aber treue Seele. Hütet euch. Im Wald geht der Wolfsmann um. Sei still. Sollen uns die Reisenden denn für einen Haufen abergläubischer Hinterwälder handeln? Halten. Ich sage, wie es ist. Im Wald haust eine Schreckensgestalt. Ein Wesen, halb Mann, halb Wolf. Ich habe es selbst gesehen. Sagst du noch mal was anderes? Dieser Igor ist alles andere als gern gesehen. Er sollte bei seinem Doktor bleiben. Ah, die Herrschaften interessieren sich für die Spezialität des Hauses. Sobald sie davon gekostet haben, fühlen sie sich frisch und erholt. Aber es hat auch seinen Preis. 40 Taler. Nö. Oho, der typische Geruch von Allium Sativum. Gesundheit. Knoblauch, mein lieber Lieutenant. Ganz ordinärer Knoblauch. Sag das doch gleich. Eine Kerze. Im Fass gluckst es verführerisch. Husch, husch, Fremde. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, ist ja gut. Was für eine grässliche Szenerie. Wie kann man sich so etwas nur ins Haus hängen? Hier stimmt doch etwas nicht. Ich glaube... Ach, es ist nichts. Lasst uns weitergehen. Ein Honigtopf. Eine Badekur? Hä? Was wollen wir denn damit? Bei dem Dauerregen muss die Wäsche tatsächlich drinnen aufgehängt werden. Ja, das muss es. Probiert mal die Spezialität des Hauses. Nach so einer Pfanne fühlt man sich gleich frisch und gestärkt. Nein. Sagt er da was zu dem Grünzeug? Ja. Ach, Blumen. Sie verleihen auch dem düstersten Raum noch Frische und Leben. Seinen Spruch kennen wir ja. Es scheint hier einige Spannungen zwischen ihm und dem Doktor zu geben. Wir haben ein ganz einfaches Abkommen mit dem Doktor geschlossen. Er verzichtet auf sein früheres Treiben und wir zünden seine Burg nicht mehr an. Aha, Das klingt aber mehr nach Waffenstillstand als nach Nachbarschaft. Wenn Sie es so sagen, Herr Reisender. Schnaps vertreibt die Kälte. Hallo, nochmal herzlich willkommen. Habe ich ja schon draußen auf dem Hügel bei Fackellicht und Heugabelgeschwenke gesehen. Fackeln und Heugabeln, ist das Ihre übliche Begrüßung für Reisende? Wir haben ja eine lokale Tradition der spontanen Mobbildung. Die nehmen wir immer doch sehr ernst. Sehr geil. Hoffentlich holt sich Svetlana keinen Schnupfen. Sie wartet schon seit Stunden auf Jeros Rückkehr aus dem Wald. Das ist ihr einziger Sohn. Und warum hilft ihr dann keiner? Sie kommen offenbar von weit her. Hier laufen die Dinge etwas anders. Okay. Dahinter kommen wir leider nicht, also können wir mit den restlichen Leutchen nicht reden. Aber ich würde sagen, es ist an der Zeit, den Part zu beenden. Dann starten wir hier direkt, gehen einmal in den Wald, versuchen Fjerdo zu finden, vielleicht noch der Hexe das Amulett zu entreißen. Und dann gehen wir zu Dr. Frankenstein. Blitzdonner, ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.